Papa. Heißt, glaub ich, auch Klaus, ich nenne ihn Papa, weil Mama das mag. Er nennt sie Spätzchen, sie nennt ihn Maus, das hat sie zu Papa auch manchmal gesagt. Ich hab jetzt ein frisch gestrichenes Zimmer und einen neuen Plüschtierhasen, alles wirkt neu und ist doch wie immer bunt schimmernd und ein Spiel mit Seifenblasen. Und Mama ist glücklich und hat wenig Zeit. Ich kann das verstehen, nein, ich kenne das schon. Sie kann sich nicht teilen und das tut ihr leid. Und sagt gute Nacht mir am Telefon. Was nützen denn Wünsche erfüllende Elfen? Dass Peter mal schreibt von der Reise zum Mond. Wenn ich einmal Schrankmonster einem noch helfen. Dass Mama mich trösten kommt. Dass Mama mich trösten kommt. In einer Welt aus Keksen und Kuchen, Träume tanken statt Sonnenschein und nachmittags Volkshochschulkurse besuchen und da lernen Kind zu sein. Und da lernen Kind zu sein. Am Abend hab ich jetzt immer Bauchweh und der Doktor sagt, dass er nicht weiß woher. Und Klaus gibt mir Küsschen, wenn ich schlafen geh und tut, als ob er wirklich mein Papa wär. Und manchmal treffen wir ne liebe Tante, zu der wir gar nicht mehr zum Vespern gehen. Und wenn ich dann frag, was bedeutet Verwandte, sagt Mama, ich kann das noch nicht verstehen. Seit gestern ist mein Fantasiehund weg. Eigentlich hab ich ihn weggegeben. Jetzt sitz ich alleine in unserem Versteck. Die Zeit umwebt mich fest und deswegen nützen auch weder Schrate noch Elfen und auch kein Peter und auch nicht vom Mond, wenn ich einmal als Schrankmonster einem noch helfe. Dass Mama mich trösten kommt. Dass Mama mich trösten kommt. Keksen und Kuchen, Träume tanken statt Sonnenschein und nachmittags Volkshochschulkurse besuchen und da lernen Kind zu sein. Und da lernen Kind zu sein. Thank you.
Ja, verrückt. Es hat ein halbes Jahr gedauert, gefühlt. Und schon gibt es das zweite Video auf meinem YouTube-Kanal. Wenn euch das gefallen hat oder ihr nichts verpassen wollt, was in den nächsten zwei Jahrzehnten entsteht hier, dann könnt ihr hier abonnieren. Ich habe den falschen Finger benutzt. Ich mach nochmal. Wenn euch das gefallen hat oder ihr kein weiteres Video, was in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten entsteht, verpassen mehr wollt, dann könnt ihr hier, so circa hier, den Kanal abonnieren. Hier könnt ihr euch anschauen, was für Equipment ich so benutze, und hier geht's irgendwann zum nächsten Lied. Oder für die Menschen, die sich das in der Zukunft anschauen, schon jetzt. Drückt einfach mal drauf.